Wer diese Schlucht zuerst überquert, kriegt von mir 100 Euro. Boah, das wird ein richtiges Chaos-Event, Tobi. Komm immer näher. Oh mein Gott, hier vorne rechts! Wir kriegen es langsam nicht mehr verteidigt. Oh nein! Er ist fast drüben! Er ist fast drüben, Röhrig! Was geht ab, Alter? Wir machen heute wieder ein richtig knackiges... Nice. Oh, geil. Community-Event hier in Minecraft. Und zwar geht es heute um 100 Euro, die ihr wieder gewinnen könnt. Ich möchte von euch eigentlich nur eine Sache, Leute. Es ist eine relativ simple Sache. Ich möchte, dass ihr eine Schlucht überquert. Okay. Das sollte gar nicht so schwer sein, wären da aber nicht Tobi und ich. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, was das für eine Schlucht ist. Es handelt sich um diese wunderschöne Schlucht. Und wer diese Schlucht zuerst überquert, kriegt von mir 100 Euro. Geil, Mann. An sich super simpel. Super simpel, Leute. Aber natürlich handelt es sich hier um einen kleinen Wettkampf, ja? Ein Wettkampf, der tatsächlich zwischen euch Spielern ausgetragen wird. Jetzt ist es ja so, dass ja jeder gewinnen möchte, ja? Und da ja jeder gewinnen möchte, meine Freunde, habe ich mir überlegt, dass ihr euch natürlich gegenseitig sabotieren dürft, ja? Da ihr euch alle gegenseitig sabotieren könnt, wird das natürlich für den Einzelnen super schwierig, darüber zu kommen. Das ist aber noch nicht genug, meine Freunde, denn auch Tobi und ich sabotieren euch mit, weil wir natürlich keine 100 Euro ausgeben wollen. Das wird nämlich direkt von Tobis Geld abgezogen, der weiß das nämlich noch nicht. Deshalb, meine Freunde, würde ich sagen, könnt ihr jetzt gerne schon mal an der Stelle hier auf Ehrenbruderbasis reinzappen, wenn ihr wollt. Wir whitelisten erstmal alle Subs und dann Non-Subs. Man muss nur eine Sache dazu sagen, die sehr wichtig ist. Die müssen ja erstmal ihre Materials hier farmen. Stimmt, ihr müsst ja erstmal eure Mats noch farmen. Auch da könnt ihr euch sabotieren, ihr könnt euch hier schon... Da hinten ist ein Thron gebaut. Wer zuerst auf der Platte geht... Dann macht es hier zu und man kann nicht mehr raus und der ist dann safe da eingesperrt. So, das heißt, eine Person kann da nur drauf. Richtig. Eine Person. Gut, Tobi, whiteliste gerne die Leute. Ich esse währenddessen meine Pizza, ja? Man kann natürlich straight up drauf zulaufen, meine Freunde. Vielleicht ist es aber gar nicht verkehrt, eventuell von unten anzufangen. Man kann ja auf jeder Ebene kommen. Von unten, von oben. Ja, man kann sich ganz hoch bauen. Es ist alles möglich. Ihr dürft aber nicht vergessen, Leute. Tobi und ich werden euch auch runterhauen. Wir werden euch daran hindern, dass ihr darüber kommt, ja? Ganz, ganz wichtig. Die Schlucht ist ja nicht sonderlich breit, ne? Du musst halt wissen, dass es hier auch begrenzte Mats gibt, ne? Also, ja, richtig, das ist das Ding. Meine Taktik wäre halt, ganz unten lang zu gehen. Weißt du, was ich meine? Oder halt ganz oben. Gut, aber dann können Leute von oben zu dir runterjumpen, wenn die ja. Oder wir sind halt auch noch da. Das ist halt alles immer ein bisschen, wie man es am besten macht. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die erste Person drüben ist. Also PvP ist natürlich anders. Ihr könnt euch gleich runterschlagen, ne? Ja, ihr merkt das. Ja, ich wollte es. Ja, genau. Ihr habt es gemerkt. So, das wird wirklich damn spannend, Alter. Boah, ist echt schwierig, Tobi. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was für eine Strat ich machen würde, ne? Das Ding ist, man kann ja wirklich... Ich habe auch schon einen Plan, aber ich würde ihn jetzt nicht gerne sagen. Und wenn wir hier 100 sind, meine Freunde, dann machen wir einen fetten Kickoff und dann geht es hier direkt auf doppelter Ehrenbruderbasis mit einer richtigen Jausenapplausen geht es hier rüber, Leute, ja? Wir werden hier rüber jausen. Ich möchte, dass ihr alle hier rüber jaust. Die Frage ist ja auch, welches Material wählt man? Klar, am klügsten ist Holz, aber Tobi und ich können hier einfach Holz anzünden. So, Holz brennt. Richtig. Cobblestone, relativ easy. Oder läuft man direkt mit Erde los? Wie viele Blöcke braucht man überhaupt? Boah, das wird ein richtiges Chaos-Event, Tobi. Ich verkaufe meinen Code in Beuteln. Wie viel Euro würdet ihr für einen Haufen von mir bezahlen? Revi. 100 Euro hat gar nicht mal angeschrieben. Dope. Später. Sehr gut, Leute. Dann haben wir jetzt 100 von 100 Spielern. Ich würde sagen, meine Freunde, das Stream-Event. Tobi, machst du dich ready? Ich mach mich ready. Denkt dran, Leute. Wer zuerst den Thron besteigt, 100 Euro. Wer zuerst diese Schlucht überquert, let's go. In 3, 2, 1 und los! Raus, raus, raus! Gucken wir mal, wer wird zuerst... Bist du... Der Arme. Oh, war es okay. Tut mir so leid. Der Typ springt die ganze Zeit hier runter, aber bist du dumm, Junge? Der auf dem Thron kann doch gekillt werden. Wir sehen ja, wenn zuerst jemand drüben ist. Wir sehen ja, wir werden auch nicht die ganze Zeit dran hindern. Okay, hier kommt der erste Kollege, Captain Dextro. Hat jetzt noch nicht so viel gemacht. Okay, aber... Jetzt nutzt aber der nächste hier direkt. Azalea nutzt hier ganz kurz den Weg von ihm, aber kriegt hier Torschläge ab. Der haut einfach runter, der Ehrenmann. Und hat selber noch nichts. Captain Dextro ist dahinter her. Schlagen sich hier alle wie im Backboss runter. Berlin, was geht? Schlägt hier alle runter. Berlin, okay, was geht, steht hier nur, will Leute abfangen. Schlägt hier Leute nur runter, der Ehrenlose. 100 Euro, Leute. Wer holt sie sich? Patrit hier vorne gerade. Oh, Patrit. Elementar Gaming. Oh nein, der wollte hier wegbossen. Ja, ich glaube, die meisten werden den unteren Weg nehmen. Ja, wer weiß, wenn man von oben geht, ist auch nicht dumm, ne? Ja, gut, aber da brauchst du genug Mats, weißt du? Und wenn einer von oben geht, dann werden wir den natürlich nicht einfach bauen lassen, weißt du? Oh, Tobi, hier ist jemand, der geht hier ganz, ganz krass nach vorne.
Move-Ente hat aber keine Blöcke mehr. Hier sind noch Bäume übrig. Es sind fast keine Bäume mehr übrig. Hier wird gerade übertrieben eklig gefightet. Okay. Sieh mal rau hier. Oh mein Gott, der macht's richtig clever, Digga. Der macht's richtig clever. Der baut sich eine Brücke von oben drüber gebaut. Guck mal hier. Der baut seine Brücke hinter sich wieder ab. Oh mein Gott, aber er kriegt die Blöcke nicht alle wieder. Ich meine, wir sind auch noch da. Ich weiß nicht, ob er genug Blöcke gefarmt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Oh, Tor hat eingeschlagen. Oh mein Gott, der ist hier richtig am Bad Wars, Alter. Oh, der Arme. Okay, hier baut sich auch gerade jemand nach ganz oben, Alter. Ah, das wird niemals reichen. Okay, Tobi, hier ist jemand fast schon drüben, ne? Okay. Nicht. Verboten. Verbot. Du stoppst aber auch. Team Bambus, wir werden euch natürlich nicht einfach so hier reinkommen lassen. Ey, Calvin. Sorry, Bruder. Das warst du selber. Du hast es selber abgebaut. Ich war es nicht. Oh mein Gott, Tobi, der hier ist nicht der richtig eklig rüber. Es reicht. Was? Runter. Das baue ich zu. Digga, bauen wir die Wasser. Alter! Was denn? Hört mal auf, hier Brücken zu bauen, Mann! Romiox ist drüben. Was? Was? Nein! Das zählt nicht! Wir haben es geschafft. Wer war da drin? Wir sind hier rübergekommen. Das war nicht real, Nein. Irgendwas. Ja, also Enderperlen haben wir gesagt. Enderperlen. Nee. Don Valvano, du hast nicht gewonnen. Ich möchte, dass hier fair rübergebaut wird. Alles andere ist nicht erlaubt. Was war denn das? Ja, das war ja nicht fair, also mit Booten hinter die Border. Nicht erlaubt, Digga, not allowed, Bumix, Alter. not allowed. Okay, hier bauen sie an der Border entlang. Nein, der Arme da unten. Ah! Friss meine Blitze! Ja! Digga, Million-Zorn! Tor sind nicht einfahren! Ah! Ich hatte die ganze Zeit besser Sounds aus. Oh mein Gott, der ist zu weit hier vorne. Stopp! Aufhören! 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 Weg mit euch! Komm, spetzt euch doch! Die fetzen sich gerade. Oh, einer hat's geschafft. Alter, Tobi, ist das ein krankes Event. Digga, aufhören. Halt so dramatisch. Runterfallen. Nein! Nein! Ich will, dass hier mehr gefightet wird. Wir sind alle zu human zueinander. Ich will Kampf ums Blut. Patrick stirbt. Okay, du überlebst. Oh mein Gott, Tobi, der ist hier richtig nah. Oh, oh, oh. Du hast zu spät gesetzt. Ey, wir müssen hier überall verteidigen, Tobi. Die kommen immer näher. Oh mein Gott, hier vorne rechts. Hey, Classic Jacob, so nicht. Wo so nicht, mein Junge, so nicht. Digga, Don Balbano ist wieder drin. So nicht, mein Junge. Ist ja Idiot. Balbano mit deinem Boot cheat. Oh mein Gott, Leute. 100 Euro, wer holt sie sich? Du nicht. Ey, man muss hier auf jeder Ecke aufpassen. Oh mein Gott, der Typ hier unten. Ey, Kollege. Oh, so nicht. Wir müssen, ey Tobi, wir müssen hier jede Base spielen. Digga, hier. Alter, Edgar war so nah dran. Oh mein Gott. Wir kriegen es langsam nicht mehr verteidigt, Leute. Tobi, wir kriegen es nicht mehr verteidigt. Es sind zu viele. Oh mein Gott, die sind hier so nah. Digga, die sind hier überall. Stirb, Romeox. Stirb, Raptor. Weg da, Alter. Weg mit euch. Alle hier unten auch so nah. Oh nein. Er ist fast drüben. Er ist fast drüben, Rüri. Hey, aufhören. The man is falling to the river of Lego City. Alter, das ist mittlerweile schon so weit hier. Team Bambus, nein! Team Bambus. Oh mein Gott, Tobi, wir werden es nicht mehr lange halten können. Digga, hier ist jemand außerhalb der Border. Sir Bauer, ich sehe dich. Ey, Tobi, das ist insane schwer, das alles zu verteidigen, ne? Oh Gott. Oh, knapp. Oh mein Gott, knapp. Die unten. Ich hol dich. Oh mein Gott. Ich will meine 100 Euro behalten, Leute. Alter, nein! Hey, Romeox! Hey! Oh mein Gott. Die sind schon so nah. Tyannik, komm ab. Tyannik. Du stirbst. Boah, Digga, ich muss den Weg hier nochmal abbauen. Junge, Tobi, die sind fast da. Die sind fast durchgebrochen. Oh Gott. Alter, Tobi, wir werden es nicht mehr lange schaffen. Runter mit euch. Ihr dürft die Schlucht nicht überqueren. Du kommst nicht vorbei. You shall not pass. Warte, vielleicht ist schon einer unten in den Löchern drin und der baut sich gerade nach oben oder so. Alter, das kann sogar sein, dass hier jemand in diesem Loch drin ist. Wir wissen es nicht und der ist gleich einfach oben. Ja. Nein, der will hier einen Baum wachsen lassen. Hör auf. Der wird kein Baum. Es ist einer drüben! Was? King Kleinkrafter hat's geschafft! Was? Er hat's geschafft! Kleinkrafter hat's geschafft! Oh mein Gott, GG! Alter, GG's! Erst hier entlang und dann hier rüber gejumpt! Oh mein Gott, Junge! Hier oben hat's auch noch einer versucht! Oh mein Gott! Insanes Event, oder Chat? Wow, wie hoch die waren! Was sagt ihr dazu? Geiles Event oder nicht? War gutes Event, Leute? War gut, oder? War lame! Sehr, sehr geil. Sehr geil, Alter. Okay, liebster Kleinkrafter. Pass auf, wir machen das jetzt folgenderweise. Kleinkrafter, wenn du mich jetzt hörst, du bist der König, ja? Nein. Hast du Discord? Okay, gut, pass auf. Geh sicher, dass der richtig ist, dann schicke ich dir bei Discord alles zu. Leute, geiles Event, Alter, oder Tobi? Mega, Digga. Richtig, richtig nice. Ich dachte, ich so übertreiben, aber Digga, wenn jeder immer wieder versucht, dann sind ja so viele
Wege frei. Richtig, richtig geil, Leute. Ich adde dich jetzt ganz kurz, Kleincrafter. Ich mach kurz auf Großbildschirm und dann gebe ich dir direkt den Gutscheincode. 100 Euro Amazon-Code für dich auf Nacken, Alter. Kleincrafter, Amazon-Code ist da. Kommt jetzt. Leute, so. Das war auf jeden Fall für dieses wunderschöne Event. Wenn es dir gefallen hat, smack den Like-Button nach oben und verpasst keinen Stream. Ganz wichtig, dann könnt ihr nämlich auch mal wieder mitmachen. Und je, Leute. Die Gewinner vom Bau-Event werden jetzt auch von Tobi noch geedit. Tobi holt sich bei Unitius jetzt die ganzen Discord-Namen, dann kriegt ihr eure Gewinne gleich auch zugeschickt, okay? Ich würde sagen, das war's an der Stelle und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.